schlucke, ist eigentlich alles okay. Nur sobald ich schlucke, habe ich Schmerzen bis zum Gehen. Oh mein Gott, es ist passiert. Manchester City akzeptiert das Angebot für Pierre-Emerick Aubameyang und zahlt 95 Millionen. 95 Millionen. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Borussia Dortmund Karrieremoduses. Klingt heute vielleicht, als hätte ich keinen Bock, aber es liegt einfach nur daran, dass momentan meine beiden besten Freunde Vic heißen und dann auch einmal Mehdi Tonsin. Kein Product Placement, sondern einfach wirklich eine Erkältung, die meine Stimme extrem befallen hat, aber ich habe Bock, Karrieremodus zu spielen und aufzunehmen. Und dementsprechend kommt trotzdem heute eine Episode. Ich muss meine Stimme ein bisschen schonen, aber ich hoffe, trotzdem gefällt es euch. Lasst auf jeden Fall für dieses Engagement einen Daumen nach oben da. Letzte Episode habt ihr gerade wieder gesehen. Unfassbar krass, über 1800 Likes. Mega, mega nice. Würde mich tierisch überfreuen, wenn wir diesmal wieder 1000 schaffen. Videobeschreibung ist ein Link zu IG Vault auf jeden Fall auschecken. Habe ich gestern ein Tutorial zugebracht, wie ihr da perfekt Münzen kaufen könnt. Sicher, easy und dazu noch schnell. Rabattcode MaxGamingTV 6%. Und dazu sind da auch noch Instagram und Twitter und Facebook. Könnt ihr auf jeden Fall auch alles mal auschecken. Wir, ihr seht schon, haben 4 Nachrichten im Büro und die wollen wir uns direkt jetzt gleich mal angucken. Die erste Nachricht ist auf jeden Fall eine interessante. Der AC Mailand konnte sich nicht mit Ömer Toprak aufs Gehalt einigen und dementsprechend bleibt Toprak vorerst bei uns. Ja, okay. Roman Bürki wurde währenddessen an Arsenal verkauft. Wir kriegen 17 Millionen Transferbudget, sehr schön. Und Mahmoud Dahoud bedankt sich dafür, dass er gegen Gladbach spielen durfte. Sehr gern geschehen. Was die potenziellen Neuzugänge angeht, haben wir ein paar Neuigkeiten, beziehungsweise bin ich ein bisschen auf euch eingegangen. Als Torwart werden wir nochmal bei Timo Horn anfragen und ja, da einfach nochmal diese kolportierten, ich weiß gar nicht, wie viel es im Endeffekt waren, 13 Millionen haben wir, glaube ich, geboten, deswegen bieten wir jetzt einfach nochmal 29 Millionen. Ja, werden wir die auf jeden Fall nochmal bezahlen und dann nochmal ein Vertragsangebot machen. Ihr habt euch bei der Abstimmung klar dafür entschieden. Es gab insgesamt 666 Abstimmungs- bzw. Votes und 429 haben für Horn gesprochen. Dementsprechend machen wir das. Dragovic wäre ein Innenverteidiger, an dem ihr sehr interessiert seid, bzw. den ihr euch sehr gut als Alternative vorstellen könntet. Allerdings habe ich den noch gar nicht gescoutet, deswegen werde ich den erstmal nicht holen. Höchstens im Sommer, weil Toprak ja doch bleibt. Und bei den Stürmern seid ihr vor allem in zwei Richtungen gegangen, und zwar einmal zu Romelu Lukaku und zu Antoine Griezmann. Auch Alvaro Morata habt ihr ins Visier gefasst, den findet ihr persönlich nicht so nice und auch nicht realistisch, deswegen streiche ich den von der Liste. Griezmann ist vielleicht auch nicht ganz realistisch, Lukaku schon mehr, deswegen einen der beiden. Zu Higuain und zu Alexandre Lacazette habt ihr gar nichts gesagt, aber ich werde die beiden einfach auch mal anfragen und gucken, ob wir die vielleicht auch für irgendeinen günstigen Preis bekommen können. Und auch bei Ousmane Dembélé würde ich es gerne am letzten Transfertag nochmal versuchen. Juri Thielemans beispielsweise, habt ihr auch gesagt, könnte ich mal anfragen, aber nee. Bei Lukaku bieten wir erstmal Marktwert 28 Millionen und auch bei Griezmann bieten wir mit 39 Millionen den Marktwert, auch wenn da schon 49 Millionen steht. Lacazette hat hier 31 Millionen Marktwert, eigentlich ist er das in meinen Augen nicht wert, aber gut, nebenbei merkt Gonzalo Higuain hat in Realität eine Ausstiegsklausel von 94 Millionen oder sowas. Also mal sehen, wie viel Napoli hier haben möchte. Die Anfrage zu Alexandre Lacazette ergibt, dass Lyon 61 Millionen möchte, was viel zu viel ist. Napoli nähert sich den 94 Millionen mit 70, die sie fordern. Atletico hat einfach mal ganz abgelehnt, deswegen gehen wir da mal hoch auf 49 Millionen und versuchen so. Zwingend ein sehr ähnlicher Spieler, nur abgesehen von der Kopfballstärke. Die hat er irgendwie nicht so, zumindest in FIFA nicht. Während Lukaku die auf jeden Fall hat, aber für den wollen sie 54 Millionen, versuchen wir mal 34 erstmal. Köln hat währenddessen das Angebot akzeptiert, deswegen versuchen wir jetzt Timo Horn wieder für die 120.000 Gehalt zu holen und essentieller Stammspieler zu, ja, zuzuschreiben. Und wen ich gerade noch gar nicht erwähnt habe, wen ihr aber ganz gerne sehen würde, das ist Ricardo Rodriguez. Den scout ich auf jeden Fall mal. Wir haben mit Schmelzer und mit Dom zwei gute Linksverteidiger, aber in Realität ist Rodriguez ja auch in einem Wechsel nicht abgeneigt, also warum nicht zumindest mal nachgucken. Bevor der zu Real Madrid geht, könnte man das auf jeden Fall machen und ihr habt Interesse an einem weiteren talentierten Außenverteidiger, und zwar Mitchell Weiser. Zwar haben wir da Ginter, der ja aber auch Innenverteidiger spielen kann, und Piszczek, aber vielleicht im Sommer, ja, da wäre Weiser auf jeden Fall eine Option. Dann ist auch das Scouting abgeschlossen, das dauert nämlich noch ein Stückchen. Das Training kommt jetzt erstmal direkt richtig in Fahrt in dieser Episode. Denn wir kriegen ein A bei Christian Pulisic, ein C bei Özyakub und Ben Yedder, ein D bei Oxford und nur ein F bei Kevin Volland. Mit Timo Horn haben wir einen neuen Keeper auf jeden Fall an Bord, der sagt zu, und dementsprechend holen wir uns jetzt den Kölner für 29 Millionen. Auf der anderen Seite haben wir schlechte Nachrichten aus Everton und schlechte Nachrichten aus Madrid, denn ja, weiterhin beharrt Everton auf diese 54 Millionen. Wir gehen noch näher ran an 44 Millionen, wir haben ja das Geld auf jeden Fall. Und Atletico Madrid will 74 Millionen für Antoine Griezmann haben, da versuchen wir es mal mit 55. Und zunächst einmal haben wir ein Angebot für Divock Origi, und zwar
über 14,2 Millionen können wir gehen und 11 bekommen wir von Hoffenheim. Nehmen wir natürlich nicht an, gebt uns mal 25 Millionen für den, wenn ihr den wirklich haben wollt. Bisher ist er nicht ganz wirklich angekommen, aber vielleicht wird das ja noch. Wer übrigens jetzt bald ankommen könnte, wären sowohl Romelu Lukaku als auch Antoine Griezmann beide Angebote angenommen. Ja, wen holen wir davon? Holen wir beide? Nein, Spaß, holen wir einen. Aber vielleicht ja den teureren von beiden müssen wir mal schauen. Lukaku wäre einfach günstiger und hat genauso viel Potenzial, zudem ist er realistischer und schwarz. Deswegen würde ich den eigentlich ganz gerne eher haben als Griezmann. Aber wir schauen einfach mal, wie jetzt die beiden sich so in den Vertragsgesprächen verhalten. Hoffenheim ist uns um ganze 500.000 entgegengekommen. Nein. Und sowohl Lukaku als auch Griezmann haben das Angebot akzeptiert, aber ich habe gerade was gesagt und daran werde ich mich jetzt halten. Ich will es ein bisschen realistischer ja immer noch machen. Und auch wenn Griezmann an sich natürlich mit 84 jetzt schon besser ist und eventuell auch eher an Aubameyang erinnert, möchte ich gerne Romelu Lukaku haben. Passt in meinen Augen besser, spielt bei Everton nicht in einem Top-Club, wie es Griezmann tut. Und passt einfach ins Dortmunder System rein, als bulliger Stürmer vorne drin, der natürlich sich technisch weiterentwickeln kann, aber das hat Aubameyang ja auch gemacht, nachdem er von Zeit angekommen ist. Ricardo Rodriguez hat aktuell 22 Millionen, ist der junge Mann wert. Wir fragen da einfach mal nach, wie es aussieht. 28 Millionen bieten wir mal für ihn. Das war totaler Schwachsinn. Ich ziehe das Ganze zurück. 22 Millionen. Erstmal Marktwert. Leicht anfangen. Und im Scouting-Update haben wir einen immerhin relativ interessanten Spieler, und zwar Gardi. Allerdings schon 17, trotzdem holen wir den mal. Wir können einen weiteren Spieler ausleihen, und zwar Janis Burnic Al-Khadijia. Machen wir mal. Wolfsburg hat abgelehnt, möchte 42 Millionen haben. Wir sind ja auch Konkurrent, aber wir bieten jetzt mal 28. Kommen wir näher an das, was unser Scout uns vorgeschlagen hat. Und da haben wir noch ein zweites Scouting-Update. Einmal mit Antun Markovic, der einigermaßen vielversprechend aussieht. Und mit Mario Abelowski, und der sieht wirklich ziemlich stark aus. Wir sind angekommen am Spieltag gegen Ingolstadt, gegen die Schanzer, und gucken uns erstmal kurz die Tabelle an. Ingolstadt momentan kurz vor den Abstiegsrängen, bisher erst mit 5 Siegen aus den ersten 18 Spielen. Und jetzt direkt gegen den Tabellenführer. Wir haben immerhin 27 Punkte mehr. Bayern hat nur unentschieden gespielt, dementsprechend können wir den Vorsprung wieder ein bisschen erhöhen, und genau das soll jetzt unsere Mission sein. Wir gehen rein in die Partie, vielleicht erstmals mit Timo Horn, vielleicht erstmal mit Romelu Lukaku, ihr werdet sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dieser Partie, bis gleich. Der Signal Iduna Park. Für Ingolstadt natürlich ein großes Spiel, erstmals in der Bundesliga und erstmals dementsprechend auch in der Bundesliga gegen unseren BVB. Die Fans wieder in Topsturm mit der obligatorischen Choreo. Sieht wie immer schön aus, und wir gucken uns gleich mal die Teams an. Bei uns gibt es ein Debüt, ich habe es gerade angekündigt, wird es eins geben? Ja, es gibt eins, und zwar Timo Horn steht erstmals bei uns im Kasten, der Neuzugang vom 1. FC Köln. Er soll Roman Weidenfeller als Top-Torhüter beerben, hat noch nicht die Rücknummer 1, die bekommt er auch erstmal nicht, weil eben Weidenfeller die hat und eine Legende ist. Aber wir schauen mal, Peace Jack, Oxford, Mustafi, Durm, Dahoud, Bender, Ben Yedda, dazu noch Divock Origi, Ögujan, Özyakub und Marco Reus, also keine Veränderung im Vergleich, abgesehen von Horn, der ist halt nun mal drin. Und Dahoud spielt beispielsweise, weil er sich zuletzt gut geschlagen hat. Ich achte auf die Form. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt Ingolstadt, Ramazan Özkan, der in FIFA noch grauere Haare als in Realität hat. Tobias Lewitz, dann haben wir noch Zand, Hübner, Danilo, Andreasen, Morales, Groß, Lecky, Hinterseher und Mo Hartmann. Auf der rechten Seite, sehr interessant. Mal schauen. Anstoß haben die Ingolstädter und damit rein in diese Partie. Origi mit der Balleroberung, der Lupfer auf Ogujan, Özyakub ein bisschen weit, und der Lupfer von Özyakub kommt da nicht. Erste richtig dicke Chance bisher, Ingolstadt sehr frech und auch sehr stark eigentlich. Die Ecke von Reus auf Piszczek, knapp vorbei. Piszczek auf Origi, 1:0, der Junge wird kälter im Abschluss, und das ist genau das, was wir brauchen, Führungstreffer. Für unsere Jungs ganz, ganz klasse Tor auf jeden Fall von Divock Origi. Schöner Pass von Piszczek und der direkte Abschluss. Özcan hat keine Chance ranzukommen. Nicht stark verteidigt, aber kann die Verteidigung auch wenig machen, weil Origi halt schnell ist. Und dann steht es 1:0 für unseren BVB. Genauso wollen wir das hier sehen werden. Solange ich nicht schlucke, ist eigentlich alles okay. Ne? Sobald ich schlucke, habe ich Schmerzen bis zum geht nicht mehr. Fast der Ausgleichstreffer. Ich bleib ruhig, ganz entspannt, aber das war ganz, ganz schwach. Schöner Ball auf Matthew Lecky, der ist im 16er, Piszczek ist aber da, wehrt das ab, und Horn schlägt den Ball erstmal raus.
Jetzt der Ball auf Marco Reus. Ingolstadt steht richtig hoch und das kann ihm zum Verhängnis werden. 2:0. Ogujanes Jakub müsste es gewesen sein. Jawohl, er war es. Marco Reus mit dem Schuss. Ja, Finessi auf Özcan, der den nicht richtig gut abwehrt. Und dann ist keiner bei Özjakub und der macht das 2:0. Das ist überhaupt nicht verdient. Denn Ingolstadt ist eigentlich am Drücker. Aber mir soll es egal sein. Özjakub trifft bei uns echt relativ häufig. Wieder Origi sehr aktiv. Die flache Flanke. 3:0. Wieder ist es Ogujan Özjakub. Und jetzt lässt sich Ingolstadt hier vorführen. Wunderbar gespielt von unserem Belgier. Der plankt den Ball in die Mitte. Und da steht dann Özjakub, macht den Doppelpack. Ja, das war relativ offen da. Die Ingolstädter haben vorher eine Ecke gehabt und werden dann eiskalt ausgekontert. Özcan sieht auch nicht gut aus. Und glaubt mir, ich spiele tatsächlich auf Legende. Ich sag das nicht nur so. Das ist sogar so. Halbzeit. Die Fans dürfen auf jeden Fall zufrieden sein mit der Leistung ihrer Mannschaft. Das war eine ganz starke Vorstellung. Özjakub, 3 Schüsse, 2 Tore. So muss im zweiten Durchgang weitergehen. Vielleicht können wir ja hier unseren höchsten Sieg bisher in der ganzen BVB-Karrieremodus-Session rausholen. Es gibt den Doppelwechsel. Torschütze und Vorbereiter Origi geht runter. Ebenso wie Marco Reus kommt Christian Pulisic und unser neuer Topstürmer Romelu Lukaku gibt sein Debüt. Hier im Signal Iduna Park kommt für seinen belgischen Landsmann. Und jetzt natürlich aufgrund dessen, dass der Computer immer so große, da ist der Panzer, dass der Computer immer so super Möglichkeiten gibt zu kontern, weil er alles nach vorne wirft, egal wie der Spielstand ist, hat er natürlich eine Riesenchance jetzt hier in seinem ersten Spiel sein erstes Tor zu machen. Und da ist er direkt das erste Mal am Ball. Unsere neue Sturmwaffe kann sich nicht ganz durchsetzen und dann ist Hübner da und stoppt ihn anscheinend fair. Özjakub mit der Ecke, die Latte, Lukaku kommt da rein, nein tut er nicht, aber vielleicht nochmal die Chance, nochmal über Ogujan, Özjakub, Bender und es gibt keinen Elfmeter. Bender mit der Balleroberung in der gegnerischen Hälfte, jetzt muss nur noch der Pass auf Lukaku kommen, aber der Pass war nicht gut. Ich wollte mich gerade noch beschweren, dass ich gar keine Gelegenheiten hatte, nach vorne zu spielen, weil die gar nicht alles nach vorne geworfen haben, wie es normalerweise ist, und eigentlich relativ klug gespielt haben. Und dann kommt ein so ein perfekt gespielter Angriff, der halt nur auf Legende passiert, und wo Lex dann einfach den Ball reinhaut und Horn sein erstes Spiel versaut, was nicht mit weißer Weste bleibt. Ja, bitter. Der höchste Sieg wurde es definitiv nicht, aber alles in allem doch ein sehr souveräner Sieg. Wir gewinnen gegen den FC Ingolstadt mit 3:1. Schlussendlich vielleicht in der Höhe sogar ein bisschen zu niedrig. Aber wir haben in der Offensive auch nicht alles investiert, haben nicht alles nach vorne geworfen. Lukaku bleibt in seinem ersten Spiel ohne Tor, aber hat gute Ansätze gezeigt. Ich freue mich auf die nächsten Partien. Ingolstadt hat sich gut präsentiert mit dem 0:3. Normalerweise werfen die Gegner halt alles nach vorne. Dieser hier hat es überhaupt nicht gemacht und das hat mir nicht die Räume gegeben. Im Endeffekt sogar noch das Constellation Goal, der Anschluss oder der Ehrentreffer. Von daher auf jeden Fall eine gute Leistung. Für die hilft absolut nichts. Für uns schon, wir haben wieder 7 Punkte Vorsprung vor den Bayern, was natürlich ideal ist. Und deswegen können wir jetzt zufrieden rausgehen aus dem Signal Iduna Park. Ja, die anderen Spiele haben noch nicht stattgefunden. Darmstadt gegen Schalke kommt anscheinend noch. Wir haben am Sonntag Nachmittag um 15.30 Uhr gespielt. Und wir sind am Transfer Deadline Day. This is where the magic happens. Ihr habt mir gesagt, ich soll es am Transfer Deadline Day versuchen. Das mache ich jetzt auch. Das gibt's ja nicht, das funktioniert tatsächlich. Ousmane Dembélé, wir holen uns das extrem kranke Talent von Start Rennen und damit das dritte in dieser Episode. Und auch Wolfsburg hat akzeptiert, holen wir uns vielleicht noch den 4. richtig krassen Transfer in dieser Periode. Schlechte Nachrichten für unser Megatalent, Christian Pulisic bekommt enorme Konkurrenz, aber auch alle anderen in der Offensive, denn wir holen Ousmane Dembélé von Start Rennen. Und ganz, ganz schlechte Nachrichten, sowohl für Schmelzer als auch für Durm, denn Ricardo Rodriguez wird unseren Kader verstärken. Was für eine kranke Transferperiode, vielleicht von den Summen nicht so, aber wir haben auf jeden Fall 4 richtig kranke Talente geholt und bisher 4, ja zumindest 2 richtig starke Spieler und 2 Talente abgegeben, auch wenn die Talente natürlich nur per Leihe waren. Wir sind noch 3 Stunden vor Ende, noch kein Leihangebot, darauf hatte ich noch gehofft, aber da passt es, oh doch, vielleicht jetzt nochmal. Es ist ein Transferangebot und davon wollen wir eigentlich gar nichts hören. Wir wissen Ben Yedder, aber 39 Millionen und ich nehme es an. Tja, sie wollen 18,5 bieten, sind aber sowieso eine Stunde vor Transferende, von daher wird das nichts. Der Monatsbericht unserer Jugendmannschaft bewirkt bei mir so einen halben Tobsuchtsanfall, weil ich die Hälfte entlassen musste. Aber immerhin haben wir noch den coolen Yvan Philopoto und der wird uns nicht verlassen, genauso wenig wie Rimond und wahrscheinlich
Ah, Konko. Vor dem Training gibt's einen Schock. Lukaku ist kein vielversprechender Spieler. Das hätte ich ehrlich gesagt schon erwartet, aber gut, dann müssen wir ihn halt so pushen. Das nächste Spiel ist bei der Hertha und das werden wir genauso simulieren wie gegen Hannover 96. In dieser Episode wird es auch kein weiteres mehr gegen Leverkusen geben, weil wir zu viel mit Transfergedöns am Hals hatten und ich meiner Stimme das nicht antun möchte. Aber wir werden ein paar Wechsel vornehmen und zwar werden wir einmal auf links Ricardo Rodriguez packen. Das ist natürlich eine Neuerung, die ja, einigen Spielern gar nicht gefallen wird, zum Beispiel halt eben Durm. Aber Durm kommt zumindest mal auf die Bank und zwar für halt eben Stendera. Wo ist denn der Durm? Da ist der Durm. Und Stendera kommt mal nach oben für Fritsch. Und des Weiteren setzen wir mal da Hut auf Eis sozusagen und bringen Castro dafür wieder rein, auch wenn das eventuell die falsche Variante ist. Lukaku hat übrigens schon mal schlechte Form, was natürlich gar nicht schön ist. Aber ich möchte eigentlich ganz gerne, dass der spielt. Deswegen werden wir Bender rausnehmen, Lukaku dafür reinsetzen. Özyakup geht auf die 8 für Castro. Und dann packen wir Lukaku in Sturm, Benjeda wie immer auf die 10. Sieht ganz solide aus. Wir müssen aber noch einen neuen Kapitän ernennen, denn so geht das ja hier nicht. Castro wird sicherlich nicht der Kapitän, es wird ein Stammspieler werden. Und es wird jetzt vielleicht ein bisschen überraschend kommen. Aber es wird Lukas Piszczek. Lukaku bekommt als neue Summe übrigens die 17, eine meiner Lieblingszahlen. Und ansonsten passt das hier eigentlich alles. Hertha BSC, zuletzt ein Sieg gegen Mainz, dann zwei Unentschieden gegen Augsburg und Bremen, jeweils 0-0. Mal sehen, wie es gegen uns und unsere Männer laufen wird. Gerade eben hat Horn Tor kassiert, konnte er nicht viel für. Mal sehen, wie es jetzt laufen wird im Olympiastadion. Hannover liegt ganz früh gegen Mainz hinten. Und Benjeda macht ganz früh das Tor für uns. Nach 14 Minuten führen wir schon 1-0. Sehr, sehr schön, unser Franzose sticht also. Gerade noch ein Angebot abgelehnt für ihn. Hier sehen wir, dass wir alles richtig gemacht haben. Halbzeit ist durch, noch nichts passiert. Reus mit dem 2-0. Das heißt, er trifft jetzt endlich auch mal wirklich. Volland kommt für Origi rein. Volland kriegt die gelbe Karte. Hat sich also richtig gelohnt, der Wechsel. Weiser, der ja bei uns auf der Liste steht, kommt für Stark. Kagawa für Lukaku. Haraguchi macht das 1-2. Das heißt, Horn spielt wieder nicht zu 0. Ist aber egal, weil wir gewinnen trotzdem und holen 3 Punkte. Und weil Bayern wieder ein Unentschieden spielt, haben wir jetzt unseren Vorsprung auf 9 Punkte ausgebaut. Wir sind der Meisterschaft ganz nah. Was jetzt noch kommen muss, ist die Konstanz. Und ein Spieler, der normalerweise immer konstant war, war Sokratis. Hat jetzt in den letzten Wochen keine Rolle mehr gespielt, wird aber gleich seine Chance bekommen gegen Hannover. Vorher erstmal Training für unsere Youngstars, unter anderem natürlich Volland und Oxford. Volland steigt bei 2 Stats, aber noch nicht in der Gesamtstärke. Da müssen wir also noch ein Training abwarten. Oxford steigt auf 71. Benjeda dümpelt da so rum, den werden wir jetzt leider aus dem Training rausnehmen. Einen Abschlussbericht haben wir noch zu einem potenziellen neuen Innenverteidiger zur nächsten Saison und zwar zu Alexander Dragovic, ein 86 groß, 80 Stärke, 80 Sprungkraft, dazu gute defensive Stats. Sieht interessant aus auf jeden Fall. Never change a winning team, ich mach's trotzdem. Pulisic geht erstmal runter von der Bank in die Reserve, weil er nicht so gut drauf ist. Toprak ist eigentlich in Ordnung drauf, ich möchte aber Oxford eigentlich nicht rausnehmen. Deswegen gebe ich Sokratis, wie gerade erwähnt, die Chance. Piszczek bleibt auch drin. Auf der Doppel-6 spielen dann Özyakup und Castro. Ich bin am Zweifeln, vielleicht lasse ich, ja, ich mach das einfach mal, weil es nur 96 ist in Anführungsstrichen. Ich gebe Toprak mal die Chance, bringe ihn rein, nehme dafür Durm von der Bank runter und lasse Castro draußen. Oxford kann auf der 6 spielen, sehen wir hier. Toprak Sokratis, eine Innenverteidigung, die ausgemustert wurde. Vielleicht kann sie sich ja jetzt beweisen. Ansonsten die Offensive zumindest ändern wir nicht, weil die ja gerade gut funktioniert. Hannover ist mittlerweile auch hier übrigens auf dem letzten Tabellenplatz angekommen. Zuletzt Niederlagen gegen Mainz, Bayern 04, Leverkusen und Darmstadt 98. Und die sehen eigentlich relativ realistisch aus. Mal sehen, wie es jetzt gegen uns laufen wird. Wir warten auf Lukakus erstes Tor. An sich wäre 96 doch ein idealer Gegner, gerade als Spieler bei mir. Bei 96 hat sich übrigens absolut nichts verändert, abgesehen davon, dass Zieler nicht mehr da ist. Rodriguez macht das 1-0, macht also sein erstes Tor früher als Romelu Lukaku. Almeida macht aber den Ausgleich. Wir haben schon in der Hinrunde gegen 96 verloren, jetzt macht Origi aber das 2-1. Lukaku hat immer noch nicht getroffen, Reus mit dem 3-1, Pech für Schmiedebach und immer noch kein Tor von Lukaku. Bender für Oxford. Wir sind in der 80. Minute und noch hat Lukaku die Chance, aber Benjeda macht lieber nochmal ein Tor. Lukaku trifft noch nicht. Und Reus trifft plötzlich. Sokratis möchte sich bedanken, dass er spielen durfte. Hat er auch gut gemacht, aber wir haben wieder nicht zu 0 gespielt und das kann nicht sein. Wir schauen auf den Kalender und beschließen damit diese Episode. In der nächsten geht es dann gegen Bayern 04 Leverkusen, die TSG 1899 Hoffenheim, Darmstadt 98. Diese beiden Spiele simuliert und das Topspiel gegen den FC Bayern München. Und dann sind wir immerhin auch schon mal bei der Hälfte der Spiele im März angekommen. Es wird also eine ganz spannende Episode nächstes Mal. Schaltet auf jeden Fall wieder ein, wenn euch die heute trotz des Voice Fails gefallen hat. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da.
1000 Likes wären richtig, richtig nice. Würde mich tierisch über freuen. Auch für unsere 4 absoluten Top-Neuzugänge. Lohnt sich auf jeden Fall. Schaut bei IG Vault vorbei, schaut bei Instagram und Twitter vorbei. Würde mich riesig drüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Fangt euch keine Erkältung ein. Noch ist kein Sommer, leider Gottes. Und passt auf euch auf. Bis dann. Haut rein und ciao.